Hallo Leute und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt Assassin's Creed Origins. Ja, einige wissen es ja, ich bin großer Fan der Reihe. Und ja Leute, ich würde sagen, legen wir los. Du bist der Magi aus Siva. Ich dachte, die Magi wären die Beschützer des Pharao. Ich bin keinem Pharao verpflichtet. Siehst du das? Das ist doch mein Name, Nek. Wir werden dich finden. Wir werden dich finden. Wenn du schläfst! Schlaf. Ich schlafe nie. Ich warte nur in den Schatten. Und ich werde euch alle töten. Jeden, der an diesem Tag dabei war, in Siva. Mein Herrn ermordet und... Okay, wem haben wir denn da? Ich habe ihm die Treue geschworen. Das ist eine Frage der Ehre. Ich bin der Magi aus Sie. Ja, du bist der Magi. Eine zerbrochene Waffe rettet dich nicht. Dieser Ort wird einem von uns als Grab dienen. Und zwar dir. Mögest du es sein. Lassen wir die Waffen ruhen. Du bist keiner von denen, die ich töten will. Eine Frage der Ehre. Wir kämpfen bis zum Tod. So soll es sein. Anubis erwartet dich. Okay, plündern. Schwere Keule. Okay. Wir haben eine Keule. Kein Ausgang. Na super. Hier ist kein Ausgang. Hilfe! Kann mich hier jemand rausholen? Hier gibt es keinen Halt.
Ich brauche einen Weg in einen anderen Raum. Animus, Impuls. Okay, da hinten sehe ich doch was. So. Die Skarabäen müssen irgendwo herkommen. Dann wollen wir mal hier durch. Schwuppdiwupp. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir es zumindest etwas heller hier. Das muss ich schon mal so sagen. Mir gefällt das Ägypten-Setting sehr gut. Ist mal auf jeden Fall ein anderes Setting als sonst immer. Die letzten zwei Jahre vor vielen Jahrhunderten erbaut. War ja immer so eine große Stadt einfach nur. Bei Unity war es ja Frankreich und bei Syndicate war es ja London. Ja, und jetzt ist es halt Ägypten und das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn hier? Schätze. Die Reichtümer der Vorfahren. Halt plündern. Uiuiui. Großer Amun. Aber das brauche ich. Ja, das brauchen wir wirklich. So. Boah, hier liegt so viel Zeug rum. Ich glaube, hier wird man reich, wenn man hier unten alles mitnehmen würde. Hopp. So. Heute gibt es zwei Wege, wie es aussieht. Einmal hier und einmal hier. Ja, machen hier rüber, würde ich sagen. Hopp, hopp. Und. Aha, da oben. Licht. Endlich Licht. Nach all den Jahren wieder mal. So, dann wollen wir mal nach oben hier. Schicke Statue hier auf jeden Fall. Hey, das ist doch die Statue, die war auch auf meinem Collector's Edition Dingsbums drauf, auf dem Karton davon. Ah, diese Wand. So, dann wollen wir mal hier durch. Da unten sind Leute. Soldaten. War ja klar. Hier ist der Magi. Was war das? Hallo, ihr da. Stirb! Hitzefahr! Pass auf! Bayek, bist du das? Das ist ein Hinterhalt. Wem sagst du das? Da drüben ist er. Tötet ihn. Tötet seinen Freund. Ich kümmere. Was wollte das sagen? Ja, jetzt ist er tot. Hallo. So, du bist sicher. Ich sehe, du hast neue Freunde. Sie wollten dir eine Falle stellen. Zum Glück war ich da, um dich zu begrüßen, hä? Es waren Monate. Du hast einen Bart, hä? Es war schon fast ein Jahr, mein Freund. Es fühlt sich gut an, rauszugehen und zu kämpfen. Ich bin aus der Übung. In Siva fügen sich alle den Soldaten aus Angst um ihr Leben oder Schlimmeres. Ich habe einen der Maskierten erwischt. Den Raya. Noch vier. Komm, es war eine lange Reise. Du brauchst Ruhe. Ach nein, keine Ruhe. Erst wenn die Gedärme aller Maskierten in der Sonne schmoren. Götter, wie du mir gefehlt hast. Wo ist dein Reittier? Oh, hallo! Da bist du ja, Junge. Bleib stehen, mein Guter. Wie ist es euch hier ergangen, seit ich fortging? Ah, es war schwierig, Bayek. Ohne dich erwarten die Dorfbewohner, dass ich für Ordnung sorge. Aber die Soldaten aus der neuen Garnison mischen sich in alles ein.
Eine Garnison in Siva? Ptolemäus will die gesamte Region kontrollieren. Ich gebe mein Bestes, um die Einwohner vor Ärger zu bewahren. Doch ich brauche Hilfe. Ich tue, was ich kann. Aber vergiss nicht, ich muss meine eigenen Ziele verfolgen. Ah, ich wusste, auf dich ist Verlass, Sveni. Okay. Ja, damit haben wir unser Reittier auch. Ich glaube, später gibt es auch noch Pferde. Die Soldaten der Garnison sind brutal. Wenn sie vermuten, dass sie jemand anlügt, brennen sie seine Nachbarschaft nieder. Und Schlimmeres. Ja, ich glaube, Pferde gibt es auch noch, soweit ich weiß. Hat man ja in manchen Trailern gesehen. Willkommen daheim, Bayek. Siva hat dich vermisst. Neuer Ort entdeckt. Siva. Was willst du? Ich hab dich leider nicht verstanden, Kollege. So. Folgen wir mal unserem Freund. Alles, was ihr habt. Eure Höfe. Eure Güter. Die Einheimischen sehen mitgenommen aus. Niemand in der Oase kann einen Schritt tun, ohne dass er verhört, bedroht, besteuert oder verprügelt wird. Wir haben gelernt zu gehorchen und den Kopf einzuziehen. Du siehst ja, wie es ist. Erregen wir keine Aufmerksamkeit. Wirst du dein Haus besuchen? Da gibt es nichts für mich. Erzähl mir vom Ibis. Medunamun. Ist er hier? Er ist die Plage dieser Oase. Wie du sehen kannst, sind die Soldaten gewalttätiger geworden, seit er hier ist. Anfangs tranken sie nur und stritten mit den Einwohnern. Aber seit Medunamun hier ist, sind sie diszipliniert und grausam. Noch ein Grund mehr, ihn zu töten. Unterschätze ihn nicht. Er ist schmal und sehnig. Aber er hat viel Kraft. Seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Okay, damit haben wir wohl ein Ziel, was wir noch umbringen müssen. Ah, mein Heim. Lass das Tier hier, es läuft schon nicht weg. Geh einfach hinein. Gut, dann gehen wir mal hinein. Halt, können wir hier was mitnehmen? Ja, können wir. Hallo, ist hier jemand? Ruh dich aus. Es war ein sehr anstrengender Tag. Ich will mich aber nicht ausruhen. Ich muss mich auf ihn vorbereiten. Hepzifa! Hepzifa! Schon wieder die Soldaten! Bayek! Rabia! Meine Rabia! Ich habe mich um dich gesorgt! Ah, du kennst mich. Du hattest recht. Ah. Sieh dich an! Schnitte? Prellungen? Ja, das ist nichts. Setz dich! Hm? Setz dich! Setz dich! Ich kümmere mich um dich. Hast dich nicht verändert. Du und Aya. Ich habe euch zwei immer verarztet. Und dann eure Eltern belogen. Die Zeiten ändern sich, aber du bist noch der Alte. Schlafender Osiris. Ich dachte, du warst nie wieder auf. Ah, Rabia hat mich verarztet und ich war... Ich ließ dich schlafen. Du musst hellwach sein, um es mit Medunamun aufzunehmen. Deshalb, mein Freund. Ein neuer Bogen? Er wird dir gefallen. Am besten, du triffst sie direkt in den Kopf. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere.
Gut. Herzifer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Herzifer! Wir wollen nur mit dir reden! Nomak Rotjek wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Viel Glück. Gut, dann wollen wir mal. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. So, jetzt erledigen wir den Rest. So, nächster. Komm her. Damit wird er nicht rechnen. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Wo ist der Nächste? Hier wird ihn keiner sehen. Na los, ich hol mir euch. So, weg mit dir. Komm her. Und Bogen. Na los, komm her. Ja. Keine Chance gegen mich. Das war's wohl. Danke, Bayek. Ich sagte doch, diesen Scheißkerlen ist es egal. Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benipe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Thank you.
Okay, wir haben neue Quests. Aber erstmal unsere Fähigkeiten hier. Okay. Fähigkeitspunkte 4. Regeneration. Attentats-EP. Zusätzliche EP, ja. Das nehmen wir auf jeden Fall erstmal. So, her damit. Kopfschuss-EP nehmen wir auch noch. Was haben wir noch? Meditieren. Hinsetzen. Okay, ja, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich muss sagen, Regeneration nehmen wir noch. Luftangriff. Parieren. Wir nehmen Luftangriff. Den mochte ich schon immer. Montur. Wüstenkobra. So, dann rüsten wir das Zeug hier aus. So. Reißzahn. Ja, nicht schlechtes Zeug, ja. Hilfsmittel. Armschiene. Sehr interessant, okay. Questlog. Gut, aufrüsten. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Bayek, ich brauche Hilfe bei den Anfragen auf meinem Tisch, wenn du Zeit hast. Teremun. Er würde nicht aufgeben. Die Quelle in der Amanai-Höhle. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Okay. Bürger von Siva, seht, was aus jenen wird, die Medunamun, dem Priester des Pharao, nicht gehorchen. Also leistet seinen großherzigen Befehlen Oh. Folge. Ihr verdankt alles, Das was sind ihr Leute von habt. diesem Eure Höfe, Medunamu. eure Güter, eure Kinder, ja sogar euer Leben, seiner Hoheit Ptolemaios. Okay, Leute, da würde ich sagen, hier beenden wir erstmal die erste Folge. Und ja, morgen geht's weiter mit der nächsten Folge. Falls euch das Video hier gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung da, schreibt mir gerne einen Kommentar, teilt auch sehr gerne das Video, würde mich sehr freuen. Und ja, Leute, haut rein und ciao!